So, hallo, willkommen zu diesem Video. Wieder mal eine komplett andere Kameraperspektive. Mal wieder ja mit so einem Handystativ auf einem Joghurtbecher. Und ja, aber ich wollte euch gerade mal ganz kurz ein Haul zeigen, wirklich nur wenig. Und zwar war ich im Teddy und habe mir ein paar Aufbewahrungssachen gekauft. Und zwar hier so eine Faltbox, die ist 15x15x15. Und zwar für meine 15x15 Papiere, da passen die nämlich hervorragend rein. Und die dann wiederum in so ein Kallax-Fach. Dann kann man nämlich sich immer so eine Kiste rausholen und die dann durchgucken, anstatt die Blöcke komplett einzeln in so einer großen Box zu haben. Ist immer ganz praktisch. Ich muss nur sagen, das City hier, die haben so ein bisschen geriffelten Stoff. Also seht ihr das vielleicht genau? Die gehen sehr schnell kaputt. Also man muss damit vorsichtig sein. Sobald man aber einen Riss drin hat, verbreitet der sich und ja, kann man dann wegwerfen. Also aber für 1 Euro, naja, okay, habe ich 2 Stück. Zwei hatte ich nämlich auch hier noch rumliegen, von daher brauche ich nur 2. Dann habe ich diese Größe entdeckt, die kostet 1,50. Die ist 29 mal 14 mal 13, 12. Da werde ich mal schauen, ob da vielleicht meine Schneidbretter oder so reinpassen oder halt generell, man findet immer mal was, was da reinpasst. Und ja, ich fand die Größe einfach praktisch und schön, muss ich sagen. Ich werde dafür auf jeden Fall Verwendung haben. Und dann habe ich diese ganz normale mitgenommen. Das ist ja auch die, die in die Kallax-Fächer passt. 32 mal 32 mal 32 für 2 Euro. Ich muss auch sagen, ja, die kostet 2 Euro. Die vom Ikea, die heißen, glaube ich, Dröhner. Die kosten jetzt auch nur 5. Und ich muss schon ehrlich sagen, die für 5 aus dem Ikea haben eine weitaus bessere Qualität. Aber ich will hier die gar nicht für in den Kallax rein, sondern für einfach so hinzustellen. Und da wird auch nicht viel Gewicht reinkommen, von daher tut die. So, dann war ich im Teddy. Die haben neue Die-Cuts. Ja, die hatten ja vorher so mit Faultieren und so. Und ich wusste von Hedwig, dass die neue haben. Und ich habe jetzt, ja, für 1 Euro habe ich die auch entdeckt. Und ich habe dann, ja, ich war dabei, mir 2 Stück zu nehmen und sehe, dass die aber dann noch ein anderes Motiv haben. Und deswegen habe ich dieses Motiv einmal mitgenommen und dieses Motiv einmal. Das sind die neuen. Und wie man sieht, hier, die sind so richtig schön pastellig. Hier dieses Einhorn zum Beispiel. Wo haben wir es? Wo ist es? Boah, habe keine Brille an. Dieses Einhorn, das hatten sie jetzt auch schon häufiger mal. Auch als Partydeko. Ja, genau, fand ich sehr, sehr schön. Und man weiß ja, was die teilweise von anderen Bastelherstellern schon mal kosten können. Und dann habe ich noch dieses hier entdeckt für 1 Euro. Das ist ganz normales Geschenkband. Und ja, kann man aber auch auf Karten kleben oder einfach mal eine Schleife mitbinden. Da sind 30 Meter drauf. Das habe ich auch bereits schon mal aus dem Rossmann, war das, glaube ich, oder auch aus dem Teddy oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in ein bisschen schmaler. Und Hitters hier ist jetzt schätzungsweise 1 Zentimeter breit oder so. Schätzungsweise. Ja, das musste mit. So, und dann war ich tatsächlich auch letztes Wochenende noch kurz im Action. Weil, was wollte ich da kaufen? Ich wollte da genau noch eine Schubladenbox kaufen, habe mich aber dann dagegen entschieden. Und ich war auch nur da, weil wir sowieso im Bauhaus waren. Und deswegen ist der Action einfach nur ja, einfach nur Ende der Straße. Und Bauhaus ist Anfang der Straße. Und im Action, genau, die Clearstamps wollte ich. Da gibt es ja momentan wieder 6 neue Clearstamps. Aber, boah, ich weiß nicht, jetzt wo ich sehe, was ich halt alles habe, irgendwie liegt mein Fokus jetzt irgendwie anders. Also ich war da, als ich im Action war, noch der Überzeugung, ich brauche diese Clearstamps unbedingt. Vor allen Dingen die mit diesen geschnörkelten. Da sind so welche bei mit Geschnörkel. Aber irgendwie, je mehr ich auch meine Shoppingliste angucke, desto weniger brauche ich. Ich war gestern in der Stadt, war halt im Teddy. Und eigentlich wollte ich im Kick noch dieses Kilopapier. Die haben ein neues Kilopapier, wo bunte Blätter drin sind. Oder ich wollte auch ins DM. Ich wollte diese goldene Schere haben. Aber, boah, irgendwie hatte ich gar keinen Bock zu shoppen. Ich weiß es nicht. Ich wollte auch ins Woolworth. Die haben nämlich Pastell-Washi. Aber ich hatte irgendwie gar keinen Bock, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht werde ich krank. Ich weiß es echt nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich aber durchaus im Action was mitgenommen. Und zwar, das wollte ich auf jeden Fall, habe es aber leider nicht bekommen. Und zwar gibt es hier von diesen Mini-Ausmalbüchern wohl auch noch eins mit einem Alpaka. Genau, dieses hier gibt es wohl noch. Und bei uns haben die aber so eine ganz neue Edition. Das hier sind anscheinend alte, keine Ahnung. Hiervon hatten die immer nur noch so einen Restbestand. Und hauptsächlich hier diese anderen Motive. Ich habe jetzt noch mal zweimal die hier ergattert, aber das mit dem Alpaka
Hab ich nicht. Und gerade in dem Alpaka-Ding war halt was mit einer Maus. Ja, die habe ich mir halt nochmal mitgenommen aus dem einfachen Grund, wie jeder andere auch, zum Kolorieren üben oder wenn man so schnell mal was hat. Und ja, auch wenn ich sie nicht brauchen würde, dann könnte ich die immerhin noch meinem Neffen geben. So, genau. Und was ich endlich bekommen habe, was ich ultra geil finde, was ich auch unbedingt wollte, ist dieses schwarze Kunstleder, also es ist noch nicht immer schwarz. Die Farbe nennt sich Galaxy. Und die hole ich auch aus der Verpackung, weil die bei mir auch ohne Verpackung aufbewahrt werden. Und schaut mal, das ist halt ultra, ultra geil. Ne? Das habe ich das erste Mal bei Corinne, bei einem Kanal Shannara gesehen. Und ohne die hätte ich gar nicht gewusst, dass es was Schwarzes gibt tatsächlich. Und boah, geil, oder? Es ist so hammergeil. Ja, hier ein Pink Holo, Schwarz Kroko oder Schlange, weiß ich gar nicht. Und dieses Metallic, sind da wirklich nur vier drin? Ja, vier Stück. Weil die Packung war schon halb auf, hätte es sein können, dass ja was fehlt. Ja, vier Stück. Ich weiß gar nicht, wie teuer die sind. 1,09 € oder 99 Cent. Keine Ahnung. So, und im Action habe ich auch diesen Block bekommen. Den haben jetzt mittlerweile auch schon viel gezeigt. Mir hat tatsächlich als erstes die liebe Anni, nee, Maddie, die liebe Maddie, hat mir per E-Mail geschrieben: Hier, schau, musst du unbedingt haben. Und ja, wie gesagt, mittlerweile haben den auch schon mehrere gezeigt. Aber ich zeige ihn jetzt auch nochmal. Da sind halt so lauter süße Dinger drin. Und wundert euch nicht, dass euch vielleicht die Motive von anderen Marken, wie ich weiß nicht, wie heißt die Marke? Boah, jetzt gerade eben hatte ich sie noch im Kopf. Kacha Press oder so. Nee, wie heißt die Marke? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt auch schon teure Markenblöcke mit eben diesen Motiven. Und habe ich in einem Video schon mal erwähnt. Das sind ja alles Motive, die man kaufen kann. Da kann man sich dann die Lizenzen kaufen. Zum Beispiel bei 123RF oder so heißt eine Seite. Dann kauft man sich die Lizenz und dann hat man ja eine gewerbliche Lizenz, die einem erlaubt, diese Sachen zu nutzen. Ist nichts anderes. Das machen ganz viele Firmen. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Muster. Zum Beispiel gibt es auch deutsche Stempelfirmen, die Stempel herstellen. Und die haben auch, das sind auch keine eigenen Zeichnungen, die haben sie auch irgendwo also auch gekauft. Das ist, muss man keinen Hehl drum machen. Wenn du die Lizenz kaufst, darfst du es machen. So. Und dann habe ich mir auch noch den hier mitgenommen. Den gab es ja schon mal in Pink. Ich weiß aus internen Quellen, oder die interne Quelle war sich sehr sicher, sagen wir es mal so, dass das tatsächlich B-Ware ist, weil ab und zu mal was falsch aufgedruckt ist, ein bisschen schief ist oder so. Und man kennt dieses Design ja jetzt mittlerweile von ganz vielen verschiedenen Firmen. Und auch Hitters hat aber das Problem, dass diese Inch-Einteilung, oben ist ja Zentimeter, unten ist Inch, aber diese Inch-Einteilung hat 20 Zwischenstriche und eigentlich haben die ja nur 18. Wisst ihr, wie ich meine hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und eigentlich haben die nur 18. 16. 16. 16 haben die eigentlich nur. Genau, richtig. Ja, aber ich habe mal das Lineal dran gehalten. Vom Lineal her, zumindest bei den Zentimeterangaben, stimmt alles. Und ich sag mal so, für 3 Euro, wenn man nur mal was schneidet, ist das allemal ausreichend. Wenn man weiß ja jetzt, dass es um 1, 2 Millimeter schon bei Inch teilweise falsch sein kann. Dann berechnet man das einfach ein oder macht sich mit Klebeband oder druckt sich halt selbst noch ein Inch-Zettelchen aus und klebt sich drauf. Aber ja, wie gesagt, habe ich mal mitgenommen als Backup, falls mal mein gutes Schneidbrett. Ich habe immer noch das alte von SU und bekomme jetzt Gott sei Dank auch noch eine Falzklinge. Sehr geil, sehr geil. Und ja, falls ich dafür dann mal wirklich keine Schneidklingen mehr habe, kommt dann das hier zum Einsatz. Ich habe ja auch noch, ist ja nicht so, dass ich kein Schneidbrett habe. Ich habe ja auch noch eine Guillotine und so. Aber hier, die sind halt ultra praktisch, weil man da einfach nur mal bis zur Mitte des Blattes schneiden kann. Und mit einer Guillotine kann man ja meist nur komplett halbieren. Wisst ihr, wie ich meine? Ungefähr zumindest. Genau. Und ich habe noch eine kleine Ali-Lieferung bekommen bei Ali. Ist es ja so, die haben ja den Steuerwechsel gemacht, während der Steuerwechsel war es ja so, dass es vorkommt oder dass es meistens so war, dass man dem Postmann 6 Euro Bearbeitungsgebühr in die Hand drücken musste, beziehungsweise man musste zur Post und es da zahlen. Wegen Corona durfte der Postbote noch nicht mal Geld entgegennehmen. Das ist jetzt nicht mehr, also zumindest bei allen Bestellungen, die ich aktuell bekomme, ist das nicht mehr. Man bekommt nach wie vor auch Bestellungen zusammengefasst in eine Tüte.
Und man zahlt jetzt direkt die VAT, also die Steuern direkt beim AliExpress-Kauf dazu. Und die Händler versteuern das, beziehungsweise machen das dann. Da gibt es auch verschiedene Richtlinien und das hat auch einen bestimmten Namen. Müsst ihr mal ein bisschen googeln. Auf jeden Fall sind das die einfach Umsatzsteuern, die da drauf kommen, was auch nicht mehr als recht ist. Und Zoll, die eigentlichen Zollgebühren, was jeder sagt, oh, da musst du Zoll zahlen, die sind nach wie vor ab 150 Euro. Was halt nur weggefallen ist, ist halt die 22 Euro Freigrenze für die Einsatz, Einfuhrumsatz. Und die müssen wir halt jetzt zahlen. Und ja, aber das fällt jetzt nicht weiter ins Gewicht. Manche sagen auch, viele sagen jetzt auch, Ali ist so teuer geworden. Ich muss sagen, ich merke da jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt teurer geworden ist. Also kein, also für mich finde es echt jetzt nicht teurer geworden. Und dass man halt jetzt Steuern zahlen muss, das fällt jetzt auch gar nicht so sehr ins Gewicht, finde ich persönlich. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bestelle halt auch nicht mehr viel, ne? So, was ich bestellt habe, ist das hier zweimal. Das sind ja, Diamond Painting Stifte, abgeschrägte. Und hauptsächlich habe ich es auch gekauft wegen diesen Haltegriffen. Und weil das die kurzen Stifte sind, habe ich mal zwei Stück, ich glaube 50 Cent einer. Diese hier. Dann habe ich was gekauft, wo ich mich im Nachhinein so ärgere. Und es gibt es aber auch nicht anders. Und es gibt es auch nicht ohne. Und zwar habe ich mir Tüll gekauft, Regenbogentüll. Hier, Regenbogentüll. Aber ich ärgere mich halt wirklich so dermaßen, weil der hat diesen ekelhaften Glitzer. Und ja, ich mag ja Glitzer, aber nicht, wenn der abbröckelt. Und für das Ding, weiß ich nicht, das hat man kurz in der Hand und hat überall die Scheiße und das nervt mich. War jetzt auch nicht teuer, auch in der Breite, sind auch irgendwie 20 Meter drauf. Wie gesagt, es war jetzt nicht teuer, aber es nervt mich einfach so ultra. Also ich werde den nicht benutzen, den werde ich sehr wahrscheinlich abgeben, weil es mich total nervt. Ich finde es total ekelhaft. Und wer will auch was Gebasteltes, was abperlt, also was abglitzert. Und Glitzer findet man in jeder Ritze. In jeder Ritze, körperlich und wohnungstechnisch, findet man in jeder Ritze wieder. Das ärgert mich total. Wirklich, richtig doll. Es war nicht teuer, aber es gibt es halt leider auch nicht ohne. Ne? Das ist die Scheiße. So, dann habe ich aber auch noch einen Tüll. Das ist ein ganz normaler weißer. Ganz normal weiß, irgendwie auf 20 Meter oder so. Und wir kommen zum letzten Produkt. Und das ist auch nochmal Tüll. Und zwar mit aufgedruckten Holo-Pünktchen. Oder sind die auch drauf geglitzert? Mal gerade schauen. Nee, die sind schön fest. Ja, genau, das war's. Ja, meine Lieben, ich hoffe, auch von der Tonqualität war das jetzt nicht allzu gruselig, dass ich direkt ins Handy gesprochen habe. Dann danke ich euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns bald wieder. Und wie ihr hoffentlich bemerkt habt, wie ist es stark aufgefallen, der Haul war jetzt wirklich klein, ne? Klein und fein. Okidoki, meine Lieben, macht es gut. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Tschüss.